Liebe Genossen und Freunde aus nah und fern, liebe Organisierte und Nicht-Organisierte, die sich zum Marxismus-Leninismus bekennen, die für die Einheit in der einheitlichen Kommunistischen Partei eintreten im Auftrage eines solchen Koordinierungskreises, vertreten durch den Revolutionären Freundschaftsbund, der Kommunistischen Initiative GERA 2010 und der Kommunistischen Partei Deutschlands, begrüße ich euch recht herzlich zu unserem zweiten bundesweiten Treffen der Kommunisten. Es ist mir eine besondere Ehre, internationale Gäste ganz herzlich zu begrüßen. Die Genossin Alla Gigova aus Bulgarien, enge Kampfgefährtin von der Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Bolschewiki, Genossin Andrejewa sowie vier tschechische Genossen unter Leitung von Josef Svoboda, die Angehörigen des Verbandes zur Pflege der Nationalen Volksarmee und Grenztruppen der DDR, enge Verbindung haben. Außerdem liegt eine Grußbotschaft von der Vorsitzenden der Allianz Kommunistischen Partei Bolschewiki, Genossin Andrejewa, sowie vom DDR-Kabinett Bochum vor, die die Redaktionskommission verlesen wird. Ich begrüße in enger Verbundenheit Vorsitzende unserer Bündnisorganisation der Gesellschaft zum Schutz der rechtlichen und humanitären Unterstützung, unseren Freund Hans Bauer. Das Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde, den unermüdlichen Kämpfer Gerd Julius mit vielseitigen Veröffentlichungen zur Entlarvung von Menschenrechtsverletzungen. Des Revolutionären Freundschaftsbundes an der traditionellen Seite der Kommunistischen Partei Deutschlands Albrecht Geisler. Sowie die Vertreter der Kommunistischen Arbeiterzeitung und KI GERA 2010 und enge Kampfgefährte im Koordinierungskreis Gerd Hommel und Conny Rengel sowie Peter Vidani. Außerdem übermittelt unser Genosse und Freund Heinz Kessler, antifaschistischer Widerstandskämpfer, Verteidigungsminister AD der DDR, herzliche Kampfesgrüße, der dem Treffen Fortschritte zur Einheit von Kommunisten und guten Verlauf des Treffens wünscht. Er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Wir wünschen ihm gute Besserung und wieder Stabilität in der Gesundheit. Genossen, dieses heutige historisch bedeutsame Anliegen gilt dem erfolgreichen Kampf auf dem Weg, betone, auf dem Weg zur Überwindung des menschenfeindlichen Systems des Imperialismus, aus dem Faschismus, Krieg, Ausbeutung, Armut, soziales Elend, Obdachlosigkeit in unserem Land und international Hungersnöte für Millionen Menschen, wie besonders in Jemen, Somalia, Nigeria, Südsudan, mit 25 Millionen Bedrohten an Hunger sterbenden sowie massenhafte Zerstörung hervorgehen, damit die Menschen von der Geißel des Krieges und all den vorgenannten schrecklichen Erscheinungen befreit werden. Dafür kämpfen wir. Für eine sozial gerechte Gesellschaft, den Sozialismus. Ein Leben in Würde, die wir gestalten wollen. Genossen, warum jetzt das zweite bundesweite Treffen von Kommunisten? Es gibt zwei Gründe. Erstens, kann es nach 5 Jahren hier einen besseren Zeitpunkt geben, als im Jahr des Roten Oktober zu Ehren des 100. Jahrestags der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution die erforderlichen Schlussfolgerungen für unseren weiteren Kampf zu ziehen. Denn eines muss unter uns klar sein, ohne Überwindung der Zersplitterung des Marxisten-Leninisten und ihre politisch-logische und satorische Zusammenführung als vereinte Kraft, die in der Lage ist, auf die Entwicklung einer antifaschistischen Front, einer Massenbewegung wirkungsvoll Einfluss zu nehmen und auszustrahlen, wird es keinen Fortschritt in Richtung Frieden und Sozialismus geben. Also sei doch die Frage erlaubt, wer sich gegen die Einheit von Kommunisten stellt,
Will denn dieser wirklich den Sozialismus in den Farben des Marxismus-Leninismus erkämpfen? Denn ohne Vereinigung von KPD mit der damaligen SPD 1946 hätte es doch auch keine DDR gegeben. Heute ist eben in erster Linie die Vereinigung von Kommunisten gefragt, die eigentlich als Selbstverständlichkeit gelten sollte. Auf eine antiimperialistisch-antifaschistische Einheitsfront und international orientiert auch das Treffen von Vertretern einer Reihe kommunistischer Parteien, antiimperialistischer, antifaschistischer Organisationen am 26. und 27. November 2016 in Varna, um eine revolutionäre Gegenmacht aufzubauen, in die wir uns aktiv einbringen wollen. Dabei gehen wir von Lenin aus, der zu Beginn des revolutionären Prozesses in Russland die Frage stellte, womit beginnen, was tun, und der sich ausgehend von Erkenntnissen von Marx und Engels und dem von ihnen erarbeiteten wissenschaftlichen Manifest der Kommunistischen Partei die richtige Antwort gab: Beginnen wir mit dem Aufbau einer einheitlichen revolutionären Partei der Arbeiterklasse, einer kommunistischen Partei, die die Theorie des Marxismus mit der Arbeiterbindung verbindet, mit der Arbeiterbewegung verbindet und sie zur Bewusstheit ihres Kampfes führt. Und der zweite Gesichtspunkt ist natürlich der Zeitpunkt dieses zweiten Treffens, auch von der angespannten politischen internationalen Lage, die zum Krieg tendiert, bestimmt. Die NATO zeigt ihr wahres Gericht als Räuberbande, verstößt gegen 7 Geschehene des Völkerrechts, die im langen Kampf der Völker, besonders im antifaschistischen Kampf, errungen wurden, wie die Bombardierung der USA in Syrien entgegen der UNO-Charta zeigt, die als Aggression Kriegsverbrechen darstellt, wofür Hitlerfaschisten gehängt wurden. Dieser Überfall erfolgte nur aufgrund von Vermutungen und Falschinformationen. Darin haben Sie ja große Erfahrung. Die inszenierte Provokation in diesem Zeitraum kam nicht von ungefähr, indem die IS-Terroristen und ihre Unterstützer in Aleppo mit der größten Befreiungsaktion durch die syrischen Streitkräfte mit Unterstützung russischer Luftstreitkräfte eine Niederlage erlitten und aus weiteren Gebieten vertrieben wurden und politische Verhandlungen mit moralischen Kräften beginnen sollten. Diese sollten torpediert werden durch die offensichtlich eingefädelte Provokation, um die USA zum Eingreifen zu veranlassen. Nicht Syrien, sondern die USA haben die rote Linie überschritten. Der Präsident der USA ist ein Wiederholungstäter vorhergehender Präsidenten. Die Kriegsverbrechen 1999 in Jugoslawien, 2003 im Irak begannen und 2011 in Libyen inszenierten. Der Imperialismus scheut keine Verbrechen, keine zivilen Opfer, wenn es um Machterhalt und Machterweiterung geht. So putzen sie auch im Rahmen der verdeckten Kriegsführung mit bewaffneter Gewalt die Regierung in der Ukraine weg und rufen dann: Haltet den Dieb, beschuldigen Russland der Aggression. Aber verdeckte Kriegsführung ist laut UNO-Definition eine Aggression. Liebe Genossen, in dieser gefährlichen Situation sind wir alle herausgefordert, sich zu Wort zu melden und das Notwendige zu tun. Kommunisten sind immer seit Bestehen in ihrer Geschichte rechtzeitig, haben immer vor den roten Gefahren, von den großen Gefahren kriegerischer Auseinandersetzungen gewarnt. Und sie warnen auch heute vor einem von den USA und der EU vorbereiteten Aggressionskrieg gegen Russland, der zu einem Weltkrieg ungeahnten Ausmaßes, einer Apokalypse führen würde. Eine weltweite atomare Auseinandersetzung lässt die Mutter Erde keinen Spielraum. Und für Zentraleuropa, Deutschland schon gar nicht. Das wissen auch die Kriegstreiber. Sie versuchen, Zweitschlagskraft Russlands durch Raketenabwehrsysteme in Rumänien, Baltikum und dergleichen auszuschalten. Die ihren Fehleinschätzungen und weiteren Unberechenbarkeiten können sie die Welt ins Dunkle stürzen. Ihnen müssen durch die vereinte Kraft der Völker im Innen wie im Ausland die Hände gebunden werden. 72 Jahre nach dem Sieg der Roten Armee über die Militärmacht des deutschen Imperialismus redet nun wieder offen geredet über den Krieg gegen Russland. Aber es haben sich schon viele Heerführer im Krieg gegen Russland verrechnet. So mancher brach sich den letzten Zahl beim Nüsselknacken, wie man so sagt. Als Marxisten-Leninisten wissen wir, dass die tieferen Ursachen der auf Aggression ausgerichteten Politik der imperialistischen Systems
in der Vertiefung der allgemeinen Krise und ihrer Krisenauswirkungen liegen. Die reichen USA haben es mit einer zunehmenden Arbeitslosigkeit von durchschnittlich 23%, einer zunehmenden Armut breiter Kreise bei gleichzeitigem Anstieg von Reichtum bei wenigen zu tun. Deutsche Friedenskämpfer, die als Touristen in New York waren schockiert über das Elend auf Straßen bei gleichzeitigem Reichtum reicher. In der BRD geht auch die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Rund 14 Millionen werden offiziell als arm eingeschätzt. Jedes fünfte Kind lebt in Armut, also 20%. Die ansteigenden Krisenauswirkungen sollen mit ungleichen diktierten Handelsbeziehungen sowie verstärkter militärischer Aufrüstung und Expansion zur Beherrschung und Ausbeutung von Ressourcen anderer Länder begegnet werden. Wobei der Nahe und Mittlere Osten mit seinem Öl- und Gasreichtum zusammen mit der geostrategischen Lage besonders Schwerpunkt bildet. Es ist interessant, dass bereits im Jahre 1957, ich betone Januar 57, mit der Eisenhower-Doktrin diese festlegt, das wichtigste strategische Gebiet der USA sei hier im Nahen und Mittleren Osten, mit dem Durchgangstor zwischen Eurasien und Afrika. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sie dort ungehindert schalten und walten wollen und wer sich nicht unterordnet, mit Krieg belegen. Darüber hinaus ist die Begierde, Russland mit seinen reichen Rohstoff- und Energiequellen zu beherrschen und als Konkurrent auf dem Weltmarkt und der Weltpolitik auszuschalten, groß, um die unilateralen Weltherrschaftsbestrebungen der USA und auch der BRD durchzusetzen. Stellt sich doch Russland diesen in der Weltöffentlichkeit, in der UNO entgegen und vertritt das antifaschistisch-demokratische Völkerrecht. Da muss man auf der richtigen Seite der Barrikade stehen, ohne Wenn und Aber eine geschlossene Front bilden, den imperialistischen Kriegstreibern die mörderischen Hände zerschlagen. Der deutsche Imperialismus steht mit seiner Aggressivität der USA nicht nach. Im Gegenteil, er unternimmt alles, um die Aggressivität der USA anzuhalten und begrüßt den Völkerrechtsbruch der USA mit Merkel an der Spitze. Aber, liebe Genossen, wer ins Feuer bläst, dem fliegen leicht die Funken in die Augen. Genossen, liebe Freunde, bis in bürgerliche und auch einzelne Kirchenkreise hinein, wenn ich an den katholischen Theologen Eugen Treffermann denke, wächst die Erkenntnis, dass das kapitalistische System mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln die Basis aller konträren Entwicklungen zwischen Arm und Reich, aller sozialen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, der Entfremdung der Menschen ist und seiner Endphase, den Imperialismus, die zerstörerischen Faktoren mittels Krieg und Umweltbelastung immer mehr zunehmen, sowie mit weiteren menschenfeindlichen Maßnahmen ihren Höhepunkt finden, die eine Ablösung und Überwindung des Ausbeutungssystems objektiv erfordern. Wenn die Rheinmetall AG sich brüstet, für über 5 Milliarden Umsatz Waffen zu produzieren und zu exportieren, erzielt sie hohen Profit für den Tod Abertausender. Das ist menschenfeindlich. Der Ausspruch von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei, hat seine aktuelle Bedeutung für den Kampf zur Überwindung des menschenfeindlichen Imperialismus und Aufbau des Sozialismus behalten. Für diesen Kampf muss man sich in einer revolutionären Partei organisieren. Stalin hatte schon recht, als er einschätzte, Parteilosigkeit ist doch die Vereinigung des Unvereinbaren, die Realisierung der Unrealisierbaren. Sie fühlt ihre Ohnmacht, das Unvereinbare zu vereinigen. Nun wissen wir es genau. Das können auch nicht sozialdemokratisch ausgerichtete Parteien, auch nicht unter Vorsitz eines Martin Schulz, die Arzt am Krankenbett des Imperialismus spielen und einzelne soziale Verbesserungen dafür eintreten, für die wir auch im Interesse der Linderung der Not sind, aber darüber hinaus das Grundübel sichtbar machen und bekämpfen. Das imperialistische System hat gelernt, wo man nicht aufgrund des starken Drucks von Werktätigen umhinkommt, Zugeständnisse zu machen, holt man sich auf anderen Wegen das Verlorene wieder herein. Darum ist Systemveränderung erforderlich. Um Systemveränderung zu erreichen, dazu ist die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse und der Führung einer einheitlichen kommunistischen Partei erforderlich. Ist sie erreicht, bildet sie eine stärkere Anziehungskraft für weitere Marxisten, Leninisten und Linkskräfte. Es ist sozusagen das Bündnis innerhalb der Klasse.
Erst durch das Hineintragen der Theorie des Marxismus-Leninismus in die Arbeiterklasse und durch die Entwicklung des Klassenbewusstseins mit Hilfe der Kommunistischen Partei und der engen Kampferfahrung werden Systemveränderungen erkämpft werden. Diese Kampfkraft ist nur mit Hilfe einer einheitlichen Kommunistischen Partei zu entwickeln und deshalb ist es die Hauptaufgabe Nummer eins. Ein Freund in der DKP, der aus gesundheitlichen Gründen heute nicht teilnehmen kann, gibt aus seiner Sicht die sicherlich gut gemeinten Ratschläge, sich nur Aufgaben zu stellen, die man unmittelbar auch entsprechender Klassenkampfsituation lösen können, obwohl er einverstanden ist mit den sechs Thesen. Ja, wir können darauf nur sagen, eine kurze Antwort, genau das machen wir. Wir stellen uns nicht die Aufgabe, schon morgen das imperialistische System überwunden zu haben. Aber anfangen, Genossen, müssen wir endlich, die entscheidenden Voraussetzungen zu schaffen. Das schafft alleine, ich sag's mal, die KPD nicht und auch alleine die DKP nicht und die weiteren zersplitterten Kräften der Marxisten-Leninisten. Dazu ist diese geballte Kraft erforderlich, um auszustrahlen auf große Teile der Arbeiterklasse weitere antifaschistischen Kräfte zu einer starken Front gegen die Front der Reaktionäre und Kriegstreiber zu mobilisieren. Und die Einheit um jeden Preis wollen wir auch nicht. Geschichtliche Wahrheiten zur DDR, ihre Errungenschaften für das Volk sowie Ursachen der Niederlage müssen klar benannt werden. Und es gibt erst dann die richtigen Schlussfolgerungen auch für den weiteren Kampf. Deshalb die sechs genannten Punkte auch in der Einladung. Wir hatten am Vorabend des ersten Treffens von Kommunisten im Juni 2012 eine ähnliche Meinung von einem Funktionär des Rotfuchs. Der meinte, was nutzt das Bemühen um die einheitliche kommunistische Partei, wenn die Arbeiterklasse noch nicht so weit ist? Tja, was haben wir denn gelernt bisher? Wir erklärten schon damals, umgekehrt wird ein Schuh draus. Marx und Engels und auch Lenins Kampf begann doch zuerst mit dem Aufbau einer revolutionären Partei, einer kommunistischen Partei, einer starken kommunistischen Partei. Lenin beantwortet doch auch in was tun, womit beginnen, diese Frage eindeutig. Sonst drehen wir uns doch im Kreis. Ist das etwa so gewollt von diesen Kräften? Diese Frage sei erlaubt. Die Klassiker des Marxismus-Leninismus sprechen nur von der, nicht von den kommunistischen Parteien im jeweiligen Land. Das war auch in der BRD und DDR der Fall. In der DDR sogar mit der Vereinigung der linken Kräfte der Sozialdemokratie, nach den bitteren Erfahrungen der faschistischen Diktaturen. Mit dem völkerrechtswidrigen Anschluss der DDR an die BRD entstand die Situation nur mit der Existenz von zwei kommunistischen Parteien, von DKP und der noch in der DDR wiedergegründeten Kommunistischen Partei, sowie infolge des Verbotsprozesses der KPD in der BRD einer Reihe kommunistischer Gruppierungen, die sich bei Gründung der DKP nicht anschließen wollten. Rosa Luxemburg, die KPD kann vor allem mit ihren Programmen und ihrer Haltung im gegenwärtigen Klassenkampf, ähnlich wie Rosa Luxemburg 1918-19 in ihrer Rede zur Begründung des Programms der Kommunistischen Partei Deutschlands verkünden, wir sind wieder bei Marx. Heute sagen, wir sind wieder bei Marx, Engels, wir stehen zum Manifest der Kommunistischen Partei, zum Marxismus-Leninismus, zu den hervorragenden Leistungen von Lenin und Stalin im Kampf um die Befreiung der Arbeiterklasse und der Völker von Ausbeutung, kolonialer Unterdrückung sowie beim Aufbau und Verteidigung des Sozialismus. Neben dem Jahr des Roten Oktober gibt es auch das Lutherjahr. In beiden gibt es gemeinsame Gewissenshandlungen. Im Lutherjahr sei daran erinnert, was Luther 1521 auf dem Reichstag zu Worms erklärte, wo er seine Auffassung widerrufen sollte, aber nicht tat. Es ist weder sicher noch recht, gegen das Gewissen zu handeln. Sein Gewissen war ja noch im höheren Wesen gefangen. Auch unseren Auffassungen bleiben wir treu und widerrufen nicht. Unser Gewissen, liebe Genossen, ist im Wissen um den Sieg der objektiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung im Manifest der Kommunistischen Partei mit den aktuellen Klassenkampferfahrungen gefangen. Genossen, trotz unterschiedlicher Kampferfahrungen gibt es zwischen KPD und DKP weitgehende Übereinstimmung zur Einschätzung der Lage, zum Ziel unseres Kampfes und keine unüberwindbaren, wenn man nur will,
differierenden Auffassungen zum Wege dazu, zur Überwindung des imperialistischen Systems und Aufbau des Sozialismus. An der Basis der Landesorganisationen gibt es eine Mehrzahl, eine gute Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe, eine Reihe gemeinsamer Veranstaltungen und Aktionen zwischen KPD und DKP. Es war auch immer üblich, dass wenn die DKP zur Wahl antritt, tritt die KPD dort nicht an oder umgekehrt, die KPD tritt an und die DKP nicht. Das heißt, wir sind nie ins Gehege gekommen und haben uns gegenseitige Hilfe und Unterstützung gegeben. Das wird erstmalig, ich betone erstmalig, in Thüringen durchbrochen, dieses Prinzip. Das ist sehr bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich. Initiativen auf zentraler Ebene zur Zusammenarbeit mit dem Ziel der Vereinigung gingen von Anfang an von der KPD aus. Nach anfänglichen losen Gesprächen in den 90er Jahren, den runden Tischen, Reihe innerer Auseinandersetzungen kam es 2008 auf Einladung der KPD zu einem Gespräch mit der DKP-Delegation in Berlin unter Leitung Heinz Stehr und seinen Vorsitzenden. Von Seiten der KPD fand unter meiner Leitung als stellvertretender Vorsitzender, der Vorsitzende Dieter Rolle fiel aus Krankheitsgründen damals aus, die Beratung statt mit dem Vorschlag zur Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zur Beratung über beide Parteiprogramme und Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten, gemeinsame Aktionen und so weiter. Von der DKP-Delegation und Heinz Stehr persönlich wurde dies abgelehnt mit der Begründung, sie hätten andere Auffassungen, erstens zu Stalin. Das muss sich offensichtlich bei einigen führenden Persönlichkeiten der DKP geändert haben, wenn ich an Peter Brenner denke, der also wohl die Verdienste der Sowjetunion einschätzte unter Führung von Stalin und deswegen von seinen eigenen Leuten in Bayern, DKP in Bayern, kritisiert wird. Zur Diktatur des Proletariats zweitens und drittens zum demokratischen Zentralismus und zur DDR. Die Gespräche wurden seitens der DKP abgebrochen mit einem Nichtvereinbarkeitsbeschluss der Zusammenarbeit auf zentraler Ebene, der trotz formal veränderter Parteiführung der DKP nie aufgehoben wurde. Große Hoffnungen auf die Einheit von Kommunisten verbinden wir aber mit der veränderten Führung der DKP, mit dem Vorsitzenden Petri Köble, die zumindest Gesprächsbereitschaft zeigt, aber über Gespräche mit Einladung zu Veranstaltungen hinaus sind wir nicht weitergekommen. Es zeigt sich zunehmend leider eine Euphorie und Selbstüberschätzung infolge der Führungsveränderungen. Und ich denke mal, dazu gibt es gar keinen Grund in dieser Partei mit einer oppositionellen Fraktion, die man ja normalerweise nicht dulden sollte, die mit zunehmender Alleinvertretungsanmaßung als Kommunisten der DKP verbunden ist, in persönlichen Gesprächen kommt von Petri Köbele der Standpunkt zum Ausdruck, gemeinsame Aktion, ja, Vereinigung, nein. Nun, wir wissen ja, wie das aussieht. Damit ist diese geballte Kraft nicht gegeben, sondern das sind eben gelegentliche, mal machen wir irgendwo eine gemeinsame Veranstaltung und damit hat sich das. Also damit kommen wir keinen Schritt weiter. Ein langjähriges ehemaliges Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei hat sich hiermit auseinandergesetzt mit dem Argument, heute hier nicht teilzunehmen und wird dazu sicher in der Diskussion etwas dazu sagen. Und die Orientierung als Mitglied der DKP hier nicht teilzunehmen, sondern höchstens als Privatperson, stößt auf Empörung bei Gruppen der Landesorganisation der DKP. Da beschweren wir uns über bürgerliche Politiker, die auch in der Geschichte mehrfach Maulkorb-Erlasse verabreichten und sind nun ungehalten darüber, dass einzelne Funktionäre eine solche Maulkorb-Orientierung geben, was natürlich auf Unverständnis aller stoßen muss. Wir begrüßen daher ausdrücklich zahlreiche DKP-Mitglieder hier heute, die im Sinne des Manifestes der Kommunistischen Partei als Kommunist handeln. Wir begrüßen hier auch Mitglieder des Rotfuchs, die auch einer solchen Zentralorientierung unterliegen und sich nicht bevormunden lassen wollen. Wir hoffen, dass sich der gesunde Menschenverstand und das kommunistische Bewusstsein durchsetzt,
mit Hilfe all der Genossen an der Basis die gute Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der KPD machen. Wer möchte eines Tages mit der Schuld leben müssen, das Schlimmste für das deutsche Volk durch engstirniges Verhalten, ähnlich wie das der rechten Sozialdemokratie 1933, nicht verhindert zu haben? Wenn die DKP auf ihren 21. Parteitag feststellt, dass die deutsche Arbeiterbewegung auf die Zunahme der Aggressivität des deutschen Imperialismus überhaupt nicht eingestellt ist, wäre das nicht anders genug, mit einer vereinten Kraft der DKP und KPD und weiterer Marxisten-Leninisten das Nötige dann zu tun? Es bleibt wenig Zeit, doch noch bis zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution und Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands Ende 1918-19 die Vereinigung von Kommunisten in enger kommunistischen Partei, in einer kommunistischen Partei zu erreichen. Mit kräftiger Ausstrahlung auf die Mobilisierung der Arbeiterklasse, auf alle anti-imperialistischen, antifaschistischen Kräfte zu einer demokratischen Front. Der Druck von unten muss weiter erhöht und durch weitere vertrauensvolle Gespräche auf zentraler Ebene, also von beiden Seiten, Einsichten gefördert werden. In Abwandlung eines Ausspruchs von Martin Luther King richten wir seine Worte an alle Kommunisten auf marxistisch-leninischer Grundlage, besonders an die DKP. Wenn wir nicht lernen, miteinander als Brüder in einer einheitlichen kommunistischen Partei zu kämpfen und zu leben, werden wir als Narren miteinander untergehen. Damit letztendlich eintritt, dafür kämpfen wir. Dazu brauchen wir eine breite, organisierte, antifaschistische Volksbewegung, eine demokratische Front unter Führung revolutionärer Teile der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären, also ihrer einheitlichen kommunistischen Partei. Das kann eine überwiegend sozialdemokratisch orientierte Partei der Linke nicht. Auch trotz dort vorhandener Marxisten, Leninisten und Genossen der kommunistischen Plattform, deren Kampf jedoch mit dem Programm der Partei die Linke und mit der Verschmähung der DDR-Errungenschaften als Unrechtsstaat, unter anderem auch durch Bodo Ramelow, nicht zur Systemüberwindung führen kann. Es ist eine Schande, dass der Berliner Senat mit einem Kultursenator der Partei Die Linke, Klaus Lederer, eine gleiche solidarische Ehrenhandlung am Brandenburger Tor zu den Toten durch den Terroranschlag in Petersburg wie bei denen in Paris und anderen westlichen Städten unterbunden hat. Dabei stehen wir natürlich weiterhin an der Seite der Partei Die Linke, wenn es um die Unterstützung konsequenter und eindeutiger Friedenspolitik gibt. Wir haben übrigens auch, Genossen, werden erstaunt sein, dass heute auch die Kommunistische Plattform tagt. Wir haben die Kommunistische Plattform vorher eingeladen zu unserer Veranstaltung. Sie waren auch beim ersten Treffen nicht dabei, mit der Begründung, dass sie hätten Angst, dann ausgeschlossen zu werden aus der Partei Die Linke, wenn sie bei uns sind. Ja. Und Sie haben natürlich jetzt eine, nach 4 Wochen, nachdem Sie die Einladung von uns bekommen haben, dann angesetzt Ihre Konferenz heute zum gleichen Zeitpunkt und im Seminarraum 1. Und ich wurde gestern nochmal angerufen, dass man nicht käme, also von einem Funktionär des Rotfuchs, weil wir das ja ohne die kommunistische Plattform machen. Ihr müsst euch nur vorstellen, wie die Dinge verdreht werden, ähnlich wie mit Syrien. Wir haben sie eingeladen. Sie machen eine Parallelveranstaltung, aber wir sind schuld. Genossen, so werden die Dinge rumgedreht und manche glauben das auch noch. Liebe Genossen, wir haben große Anstrengungen unternommen, über das im Ergebnis des ersten bundesweiten Treffens gebildete Koordinierungsgremium den Prozess der Einheit von Kommunisten mit einigen kommunistischen Gruppierungen zu fördern. Wir haben Gespräche geführt mit der Organisation für den Aufbau der Kommunistischen Arbeiterpartei Arbeit Zukunft, mit der Partei, der Organisation der Kommunistischen Initiative Gera 2010, dem Revolutionären Freundschaftsbund und natürlich der KPD selbst, weil wir mit daran beteiligt waren. Und wir haben festgestellt, dass es zu unserem Programm der KPD eben zu 80% Übereinstimmung gibt, aber zu diesen Übereinstimmungen haben wir dann, wo wir nicht übereinstimmen, haben wir noch Seminare, Kolloquien durchgeführt, haben uns angenähert, ausgetauscht die Standpunkte. Es blieben aber nach wie vor, speziell bei Arbeit Zukunft,
blieben es abweichende Auffassungen zu den sozialistischen Errungenschaften, Einschätzungen zur DDR, zur Ausbreitung des Revisionismus, dass wir ein revisionistischer Staat werden, ja, und zur Einschätzung Russlands als angeblich imperialistisches Land. Ja, der Prozess der Auseinandersetzung ist noch nicht abgeschlossen, er geht weiter. Aber so ist zunächst mal die Lage. Die KI und GERA 2010 erklären sich selbst nicht als Organisation, sondern als lose, nicht homogene Verbindung für das Eintreten und das Fördern der Einheit von Kommunisten. Insofern gab es überwiegend positive Einflüsse, die jedoch nicht auf Dauer ausgerichtet seien und keine Organisation ersetzen können. Deshalb hat sich ein größerer Teil der Kommunistischen Initiative der Organisation als Mitglieder der KPD angeschlossen und einige führende Mitglieder der KI GERA 2010 sind den gleichen Weg gegangen, um letzten Endes in der Kämpferpartei ihren Platz zu finden und ihre Erfahrung hier einzubringen. Das Gleiche gilt für Gründer und Anhänger der Vereinigenden Kommunistischen Partei. Sie alle begrüßen wir hier heute recht herzlich. Einige Neuaufnahmen erhalten bei diesem Treffen von Kommunisten ihre Parteidokumente. So gesehen ist natürlich ein bestimmter Prozess der Einheit eingeleitet, wenngleich noch nicht zufriedenstellend. Liebe Genossen, es gibt keinen anderen Weg aber zum Erfolg des Kampfes als den der Vereinigung von Kommunisten und das Scharen um sie aller antiimperialistischen Kräfte. Für die Mobilisierung einer breiten demokratischen Volksbewegung, einer breiten Volksfront gegen die Front der reaktionären Kriegstreiber, sonst wird sich überhaupt nicht ändern hier. Ja? Sondern es wird immer schlimmer werden in der Gesellschaft. Dieser Kampf ist anstrengend, aber machbar. Die Geschichte hat uns gelehrt, wer die Welt verändern will, muss sie erkennen. Wer sie befreien will, braucht Genossen. Wer Kraft entfalten will, muss sich organisieren. Wer ein freies, menschliches Leben erringen, die Zukunft gewinnen will, muss sie erkämpfen. Das sind Worte übrigens von Ernesto Che Guevara. Und jeder Kämpfer für die Sache des Sozialismus kann auf dem Wege Genugtuung empfinden, wenn er die Worte von Nikolai Ostrowski umsetzt. Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur einmal gegeben. Dass ihm später sinnlos vertane Jahre nicht qualvoll gereuen, die Schande einer würdigen, nichtigen Vergangenheit ihn nicht bedrückt und dass er sterbend sagen kann, mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten auf der Welt, dem Kampf um die Befreiung der Menschheit geweiht. Vorwärts, Genossen, wir lassen in diesem Kampf nicht nach. Der Sieg wird auf unserer Seite sein, Rotfront.